Im Zusammenhang mit Wiederholungsanweisungen können Fehler auftreten, sogenannte Endlosschleifen. Das sind Schleifen, die nie beendet werden, weil diese Bedingung, die Schleifenbedingung, niemals false wird. Hier haben wir eine solche Endlosschleife und Programme mit Endlosschleifen sind im Allgemeinen nicht korrekt. Programme müssen irgendwann zu einem Ende kommen. Egal, hier haben wir folgende Situation, der Hamster steht hier, es wird getestet, ist formfrei, es ist formfrei, also dreht er sich links um, links um, links um, links um, links um, links um und so weiter. Das heißt, der Hamster dreht sich, bis er schwindelig wird, das Programm wird aber niemals beendet. Solche Programme muss man explizit durch Drücken auf den Stop-Button beenden. Solche Programme sind im Allgemeinen aber nicht korrekt. Das heißt, man sollte sich schon vergewissern, dass Schleifenbedingungen irgendwann auch mal den Wert false einnehmen können. Das heißt, Anweisungen, die in der Iterationsanweisung enthalten sind, sollten den Zustand derart ändern, dass die Schleifenbedingung dann auch mal den Wert false liefert und damit terminiert, wie man dann auch sagt.